Der Feind nimmt A ein. Ja, liebe Leute, willkommen zurück zum Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer. Was ein langes Wort. Aber wir sind zurück. Wir spielen wieder eine Runde Herrschaft. Ja. Denn, ich habe einfach gerade Bock drauf. Oh, das ist der. Ah, wir ballern uns gegenseitig an. Ah, krieg ich den noch? Ja, Mann. Was war da denn los? Hat er um sein Leben gekämpft, verzweifelt. Aber er hat es irgendwie geschafft. Leute, an dieser Stelle natürlich wieder, wie immer, großes Dankeschön für euren Support. Ihr seid einfach heftig krass. Ja, man muss es zwar erwähnen, aber dann, wenn man es erwähnt hat, Alter, Leute, dann geht ihr richtig ab mit den Likes und so weiter. Auch richtig viele Kommentare. Und, der Wichser hat schon auf mich gewartet. Ja, hat man gesehen. Egal, passt schon. Deswegen, Dankeschön, kann gerne so weitergehen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Feindliche Drohne online. Yes, perfekt. Feind von EMP getroffen. Ausrüstung und Extraktionen ausgefallen. Ja, das wäre der Grund. Das wäre so peinlich gewesen, Mann. Jetzt verpiss dich da, Alter. Ich flipp gleich aus. Bravo wird gesichert. Der Feind nimmt C ein. Drohne bereit. Es wäre so peinlich gewesen, hätte ich den nicht mitgenommen. Bravo gesichert. Bei den der Feind hat Charlie. Vorräte bereit. Drohne raus. Und keine Sorge, Leute. Natürlich verspreche ich euch an dieser Stelle, der Skill wird nicht viel besser. Also bleibt ruhig, ja. Es bleibt natürlich auf dieser Stufe. Ich werde jetzt hier nicht irgendwie extrem gut oder so. Also da könnt ihr sicher sein, falls jetzt schon Leute Angst hatten. Packt er ab. Wird er uns enttäuschen? Wird er besser? Ich hoffe doch nicht. Und so ist es natürlich. Deswegen keine Sorge, wie gesagt. Okay, Raketenschlag hab's zum ersten Mal. Fuck, ich hab's voll verkackt. Nee, ich hab irgendeinen erwischt. Wir verlieren Bravo. Wir haben alles verloren gerade aktuell. Richtig geile Sache. Der Feind hat B. XS1 Goliath bereit zum Vernichten. Charlie wird gesichert. Komm schon, ich nehm's ein alleine. Auf eigene Faust. Wir haben Alpha verloren. Ein kleiner Pisser hat ja nochmal richtig Glück gehabt. Der Feind nimmt Charlie ein. Unsere Drohne ist online. Liegt der da? Nee. Scheiße. Achso, okay. Wir verlieren Charlie. Ja, ich hatte keine Munition mehr, aber jetzt hole ich mir meinen Goliath. Gleich, Moment. Wo komme ich raus? Ja, totale Verwirrung. Wir verlieren C. Alles klar, das muss ich kurz mal regeln hier. Unsere Drohne ist online. Wir verlieren. Wir haben A verloren. Klar verlieren wir. Angst. Der Angstschuss, Leute. Und nur damit ihr es mal wisst, ich nehme hier gerade die Folge extra für euch auf, damit ich euch nicht hängen lasse. Obwohl ich ja gar keine Verantwortung bzw. Pflicht dazu habe. Aber ich tue es, obwohl gerade der Chinamann hier vor meiner Tür stand und hat mir mein Essen gebracht. Ich habe übel Kohldampf. Aber ich mache das gerne für euch. Kann ich das während des Futterns kurz rendern, das Video und so weiter. Und wahrscheinlich unter Druck. Im Nacken das Essen, deswegen spiele ich besser gerade als sonst. Also, wie gesagt, sonst habe ich nur Minusrunden. Ich bin so unter Scheiße, aber das habe ich schon mehrfach erwähnt. Und es wird auch öfters erwähnt, Leute. Also, danke für die Leute, die sagen, ja, so schlecht bist du nicht, aber ich bin es. Eigentlich bin ich es. So. Halbzeit. Boah, die ist jetzt weggebumst. Hat er nochmal Glück gehabt. Mann, ey, wenn man damals aufgenommen hätte, MW1. MW1 habe ich richtig krass gezockt. Da war ich auch wirklich gut. Und das ist kein leeres Gelaber oder so, ich war wirklich gut. Aber das habe ich auch exzessiv gezockt. Ich weiß gar nicht, wie gut aus den letzten Prestige. Ich habe das so gesuchtet, ich weiß nicht, ich will nicht lügen oder so. Wie lange habe ich gebraucht für den letzten Prestige in MW1? 3 Wochen oder so? Ich weiß es nicht. 4 Wochen? Ich weiß, ich hab gar kein Zeitgefühl mehr für damals. Es ging auf jeden Fall extrem schnell. Und wie gesagt, so schlecht war es ja auch nicht. Aber es gibt einen Multiplayer,
wo ich wirklich, wirklich sehr, sehr krass war. Und ich sag nicht oft von mir, dass ich krass bin, also im ersten Tod. Das war Gears of War 1, ey. Und das waren Zeiten, ey. Boah, das war ja ungefähr da. Ja, nee, warte mal, Gears of War kam 2006 raus, MW1 kam 2007 raus. Aber da war so meine härteste Zockerzeit auf jeden Fall. Wir verlieren Charlie. Das waren Zeiten. Wir haben Charlie verloren. Alpha gesichert. Yeah, ein Triple Kill! Ah, Mist. Ich hab schon wieder einen Goliath. Oder immer noch. Ja, wir sind ja in der gleichen Runde noch völlig verpeilt. Ah, Gears of War 1, wie gesagt. Boah, da war ich echt gut. Charlie gesichert. Und dann nie wieder. Also dann nie wieder. Der Feind nimmt C ein. Wir haben A verloren. Was ist hier los? Ihr habt ihren Goliath gerufen? Hallo, hier bin ich. Nenn mich Goliath den Zerstörer. Ich sehe nichts, da hinten war aber auch noch einer. Ich kann nicht schießen. Weißt du, ich hatte eine EMP-Granate auf mich geworfen oder was? Oder war das dieser System hier? Scheiße, Mann. Da kann man durch? Noch nie gesehen. Fuck, Mann, ich will auch mal einen umboxen. Ja, die Leute, ohne Witz, die boxen mich so oft auch um, einfach als wäre ich nichts. Als wäre ich Axel Schulz, weißt du? Das ist schlimm. Der Feind nimmt Charlie ein. Wir haben C verloren. Ja, Alter. Bin ich eigentlich der Einzige, der stumpfs nicht reinrennt und versucht mal was einzunehmen? Unsere Leute halten immer noch. Ich beschütze dich, Kollege. Kein Problem hier. Mann! Angeknuspert. B wird gesichert. Der Feind nimmt C ein. Kommt, Jungs, jetzt sehen wir A dafür ein. Unsere Drohne ist online. Alpha wird gesichert. Nur ein Assist, zwei Assist. Ah, leck mich doch am Arsch. Charlie ein. Wir verlieren Charlie. Wir haben Alpha verloren. Yeah. Ich bin der Semtex-Meister, das macht voll Bock. Wir verlieren. B wird gesichert. Mann, das hätte so ein cooler Move werden können. Bisschen Plus, ich bin der Plus. Woohoo! Ich flipp gleich aus, ey. Oh, den hätte ich doch vielleicht unter Umständen, aber nur vielleicht geschafft. Wir verlieren C. Oh Mann, da baller ich ihm zwischen die Beine. Oh, was war das denn? Warum hat er das jetzt voll nach oben gezogen? Ja, man sieht es, Alter. Ich gebe hier alles fürs Team. Ich renne da stumpfsinnig rein. Mir sind die Tode auch relativ scheißegal eigentlich. Gerade bei Herrschaft. Ah, er war ein bisschen hoch. Verbündete Drohne über uns. Sehr schön. Alle, das meine ich. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Dieses krasse Wegziehen, wie ich plötzlich zur Seite gezogen habe. Das ist so oft bei mir. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das am besten wegkriege. Ich habe keine Ahnung. Alter, den hätte ich auch haben müssen eigentlich. Aber wir haben ordentlich geil verloren. Leute, was soll man dazu sagen? Mist. Eroberung 4 Stück, Verteidigung 5 Stück. Ist okay. 9 Scorer-Punkte, sagen wir mal, wenn wir jetzt im Fußball sagen. Ist, glaube ich, nicht so schlecht.
Also für meine Verhältnisse, wie gesagt, ist es keine Wurschlicht gewesen. Kann man mit leben. Leute, ja. Ich bin Rang 24 geworden. Yay. Gehen wir mal kurz raus. Wir haben neue Objekte bekommen. Dann wollen wir mal kurz gucken, was ich da alles bekomme. Schauen wir mal gemeinsam rein, einfach. Elite! Boah, warum rastest du so aus? Sind das krasse Schuhe? Elite-Schuhe? Ja, die ziehen wir an. Noch eine Kiste bekommen. Elite! Elite! Was ist das denn? Neue Waffen? Kann ich die nehmen? Hier rein. Ist es jetzt meine für immer? Kann ich die jetzt für immer benutzen? Was ist das denn, Leute? What the shit, Alter? Was ist denn das? Was hatten die alles? Was kann die denn alles? Dreierschussbetrieb. Beste Reichweite der Klasse. Ach so. Ach so, 3 Schadenspunkte hochgegangen. Präzision haben wir dafür 2 runter und Schussrate 2 runter. Muss man mal gucken, ne? Na gut, Leute. Der Blutshelm sieht eigentlich auch ganz geil aus. Den ziehe ich mir auch noch an. Dann sieht man meine Fratze wenigstens nicht mehr. Obwohl ich ein cooler Bro bin. Aber meine Waffe ist rosa, das sehe ich ja jetzt erst. Ach du Scheiße, rosa Gold. Uah. Ohne Dreierschusswaffe. Ja, obwohl. Ja, die Famas zum Beispiel in vergangenen Teilen waren eine richtig krasse Waffe. Deswegen mal gucken. Leute, auf jeden Fall an dieser Stelle Dankeschön für Zuschauen, für euren Support. Ey, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Und ja, das war's für dieses Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein, Leute. Ciao.